7 Jahrzehnte verheiratet zu sein, ist eine große Leistung für jedes Paar. Ganz zu schweigen von einem, das seit dem Tag, an dem es sich das Ja-Wort gab, im Rampenlicht der Welt gestanden ist. He has quite simply been my strength and stay all these years. Queen Elizabeth II. Und Prinz Philip haben der Welt gezeigt, wie weit die Liebe gehen kann, indem sie Kriege, jede Menge Palastintrigen und natürlich den Druck des öffentlichen Lebens überstanden haben. Aber ich denke, dass die Hauptlehre, die wir gelernt haben, ist, dass Toleranz is the one essential ingredient of any happy marriage. Keine Ehe ist jedoch völlig einfach und auch das königliche Paar hat auf dem Weg dorthin schon einige Strapazen auf sich genommen. Werfen wir also einen genaueren Blick auf einige der merkwürdigen Fakten, die ihr vielleicht nicht über das königliche Duo wusstet. Es mag manche überraschen, aber die Königin war tatsächlich entfernt mit ihrem Mann verwandt. Die beiden waren Cousins dritten Grades durch ihre gemeinsamen Ururgroßeltern, Königin Victoria und Prinz Albert, die ihrerseits Cousins ersten Grades waren. Elizabeth war gerade einmal 13 Jahre alt, als sie Philip zum ersten Mal traf. Aber trotz ihres jungen Alters und der Tatsache, dass sie teilweise die gleiche Abstammung haben, verliebte sie sich ziemlich schnell in ihn. Doch obwohl sie einige Familienmitglieder gemeinsam hatten, wuchs Elizabeth auf der noblen Seite des Spektrums auf, während Philip eine andere Erfahrung machte. Er hatte eine normalere Kindheit, spülte Geschirr und trieb Sport in örtlichen Vereinen. Und als sie sich in ihn verliebte, war er Seekadett, während sie dazu bestimmt war, die Krone zu tragen. Anfangs war König George VI. Nicht gerade begeistert von der Wahl des Bräutigams seiner Tochter. Der König war besorgt über die Meinung der Briten, wenn es um die Idee ging, dass seine Tochter einen griechischen Prinzen heiraten sollte. Und es war nicht nur Philips Familienerbe, das die Meinung des Königs beeinflusste. Auch Philips voluminöses Lachen und seine wilden Manieren sollen dem König unter die Haut gegangen sein. Aber schließlich durfte Elizabeth den Mann, den sie liebte, im Alter von 21 Jahren heiraten. Um Elizabeth heiraten zu können, musste Philip einige Veränderungen an seinem eigenen Leben vornehmen. Er musste sich als britischer Staatsbürger einbürgern lassen und keiner seiner deutschen Familienangehörigen durften zur Hochzeit kommen. Auch nicht Philips drei Schwestern, die deutsche Männer geheiratet hatten. Außerdem wollte der König die Verlobung seiner Tochter nicht offiziell bekannt geben, bevor sie 21 Jahre alt war. So, dass Prinzessin Elizabeth und Philip ihre Beziehung eine Zeit lang geheim halten mussten, bis sie bekannt gegeben werden konnte. Wenn man an eine königliche Hochzeit denkt, kommen einem Worte wie glamourös, elegant und extravagant in den Sinn. In den letzten Generationen war das sicherlich der Fall, wie bei der Hochzeit von Prinz William und der Herzogin von Cambridge. Bei der Hochzeit von Elizabeth und Philip gab es jedoch aufgrund der schwierigen Zeiten ihrer Vereinigung gewisse finanzielle Einschränkungen. Großbritannien erholte sich noch immer vom Zweiten Weltkrieg, als das Paar heiratete, so dass die zukünftige Königin tatsächlich Rationsgutscheine verwenden musste, um die Materialien für ihr Hochzeitskleid zu bezahlen. Natürlich gestattete die Regierung ihrer Prinzessin 200 zusätzliche Gutscheine für das Kleid. Aber trotzdem, so hatte sie auf ihre Weise Anteil an den Kämpfen der Nation. Das daraus resultierende Kleid war natürlich trotzdem sehr schön und luxuriös. Es hatte eine 3 Meter lange Schleppe und war mit Kristallen bestickt, so dass sie mit den Bezugsscheinen nicht gerade sparsam war. Obwohl sie es geschafft hatten, ihre Liebe über all die Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, waren Elizabeth und Philip immer dafür bekannt, dass sie sich in gewisser Weise voneinander fernhielten. So hatten die beiden zum Beispiel nie ein Schlafzimmer miteinander geteilt, sondern immer nebeneinander gelegene Zimmer gehabt. In Anbetracht der Größe ihrer verschiedenen Schlösser und königlichen Anwesen ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass die beiden ihre eigenen Räume bevorzugen. Aber das war schon seit 1949 so, als sie zum ersten Mal in das Clarence-Haus einzogen. Noch ungewöhnlicher ist, dass Philip, als Elizabeth 1953 offiziell Königin wurde, nicht automatisch von seinem Status als Herzog von Edinburgh befördert wurde. Tatsächlich dauerte es weitere 4 Jahre, bis Philip offiziell zum Prinzen wurde. Was bedeutet, dass das Machtungleichgewicht zwischen den beiden noch ausgeprägter wurde, als sie ohnehin schon war. Of course, after 50 years of experience, I find there's a great temptation to give advice. Und schließlich hatten die beiden die sehr merkwürdige Angewohnheit, in der Öffentlichkeit nur selten Händchen zu halten. Während ihre Enkel, ihre Liebsten, gerne öffentlich ihre Zuneigung zeigen, behielt die Königin ihre perfekt behandschuhten Hände ganz für sich.